Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Und es wird mal wieder ein chaotisches Video, denn ihr seht es bereits vor euch. Das Faultier packt eine neue, richtige Kamera aus. Diejenigen, die sich noch an ein sagenumwogenes Panasonic-Unboxing und Einrichtungsvideo erinnern, die wissen, was das bedeutet. Es wird wieder eine katastrophale Veranstaltung hier. Ich denke mir, hier ist ein Karton voller interessanter Sachen drin. Und dann lasse ich einfach die Kamera laufen und erzähle ein bisschen. Denn ich werde, naja, so was soll man sagen, teilweise dazu genötigt, hier etwas auszuprobieren, beziehungsweise etwas umzustellen. Allen voran eine Sony ZV-E10 Kamera, made for Vlogging. Wo ich mir denke, ja Sony, dann hättet ihr da vielleicht einen optischen Bildstabilisator einbauen sollen. Aber wir gucken mal. Zur Einordnung, das Ganze wird jetzt ja gerade mit der Sony Alpha 6600er gefilmt, die übrigens den gleichen Sensor hat wie die hier. Sony vermarktet die so ein bisschen anders und ja, es gibt Unterschiede, die ist neuer. Die hat das Klappdisplay, die hat nur dieses nach oben Klappdisplay und die hier wird mit USB-C geladen und die da halt mit Micro-USB. Das sind so ein paar Sachen und gerade Sony wieder im Sommer, Cashback und was nicht alles. Ne? ZV-E10, was weiß ich, die kann man sich dann gerade im Bodykit, steht ja auch hier gerade ohne Objektiv, irgendwie auf, ich glaube, 500 Euro schön rechnen oder sowas. Naja, ich probiere das Ganze mal aus und stürze mich ins Abenteuer. Wenn ich doch jetzt hier noch eine Schere hätte, Mann, die hatte ich doch noch gerade und jetzt ist sie weg. Das kann doch nicht warzen, Schwein. Oh, liegt natürlich hinten am Schreibtisch. Und wer sich jetzt wundert, du Faultier, warum jetzt gerade wieder Kabel gebunden? Weil, naja, ich bei den, so sehr ich diese drahtlosen Rode-Dinger mag, ne? Aber man muss sie auch wieder anschließen und einschalten und mit dem Kabel ist hier und da doch nochmal ein Ticken einfacher. So, also das zum einen hier bei der Sony. Zum Ausprobieren wollte ich doch schon immer mal, weil ich glaube, ich habe jetzt locker 2 Jahre darauf gewartet, dass Sony Nachfolger für die Alpha 6600 rausbringt. Die, was weiß ich, 6700er oder direkt einen Sprung auf 7000, wobei ich glaube, 6,7 wäre schon eher das Wahrscheinliche. Und sie kommt nicht und sie kommt nicht. Und nee, dann bringen sie lieber noch hier, ich glaube, die da nochmal in einer noch professionelleren Version raus. Ich war es jetzt leid. Ein Jahr Garantieverlängerung zum einen, dann wieder ein Handbuch so dick wie sonst was ich natürlich wieder nicht lesen werde, weil ich ja sowieso nur so das kleinste Zeug ever mit dem Geräten mache. Ein UK-Stromkabel, ein normaler 2-Pol-EU-Stecker, das zum einen haben wir drin. Dann, ach ja, und dann der dicke Rückschritt, den wir aber hier haben, ist, sind wieder die alten Akkus, also die mit, was weiß ich, ein 1000 mAh Akku. Die wir aus den 6,2ern, 6,5ern, glaube ich, auch noch hatten oder so. Ne? Und die neuen haben ja alle die schönen 2000 Ampere Akkus. Das heißt im Vergleich weniger Akkulaufzeit. Ein Mikrofonpuschel, eine tote Katze. Schön, dass das direkt dabei ist. Hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Wobei irgendwie auf der Außenbox wird ja dann doch damit beworben. Gucken wir mal, ne, ob das dann irgendwas dann taugt. Der besprochene Akku. Mit den 1000. Na, kommen wir mal her. Was? Den kann ich auch mit USB. Ach ja, stimmt, das war ja Sony. Ah, nee, Moment. Haha, das ist nicht der Akku, das ist das Ladegerät. Wobei, da bin ich natürlich auch gespannt. Sollte er sich wieder problemlos in der Kamera laden lassen. Ein Bändchen ist dabei, ein A auf C-Ladekabel. Und jetzt aber bitte einmal dann doch der Akku. Klar, kleiner, schwerer, passt. Und das, was wir draufstehen haben, und wer wieder bei den Fakes wieder gucken möchte, das Sony-Ding ist fett gedruckt. Der NPFW, genau, der 50er ist es, ja, 1200 mAh. So, das alles zum einen ist in der Box und dann gibt es noch zusätzlich, was haben wir sonst noch? Das war's. Und jetzt kommt jetzt hier die kleine, tuffige Digicam da raus, ne? Das ist doch nochmal von der Größe eine komplett andere Einheit, muss man einfach sagen. Da hat man deutlich weniger in der Hand als bei den normalen Alpha-Dingern. Kamera ab und das ist deutlich leichter und das ist viel mehr Plastik. Ich will nicht sagen billig. Ich kann jetzt verstehen, ich bin ja hier der Dünnbrettbohrer. Darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Und wenn ich hier schon sage, ne? Das bisschen, was ich dann doch mit richtigen Kameras immer mal wieder Kontakt habe und mir denke, wenn ich schon sage, boah, die anderen fühlen sich aber schöner an. Naja, wir basteln es mal zusammen. Akku rein
Gucken wir mal, ob der Saft hat. Dann als Speicherkarte. Ich bin nach wie vor hier hin und weg, nachdem ich ja diverse Sachen durchgetestet hatte. Von Western Digital, was SanDisk und was nicht alles. Die dann doch immer mal alle nach einem Jahr abgerauscht sind bei mir. Und ungefähr genauso wie die Rode Ansteck SmartLav-Mikrofone. Bin ich ja, glaube ich, jetzt vor über 2 Jahren inzwischen schon auf die Samsung-Dinger gestartet. Samsung Evo Tralala U3-Karten fürs Film. Und bisher halten die erstaunlich. Ich habe die ganze Zeit einmal so einen Fehler, so nach dem Motto, Karte kann nicht gelesen werden. Ah nee, hat während der Aufnahme abgebrochen, das war's. Und dann ging es eigentlich wieder. Und warum denkt sich der ein oder andere, also das ist ja nach wie vor wie bei Festplatten, du nimmst das, was du nutzt oder den Hersteller, vertraust du so lange, bis mal was abrauscht, genauso wie bei den Festplatten. Und warum nehme ich jetzt hier Micro SD und nutze einen fetten Adapter, anstatt direkt eine richtige SD-Karte zu benutzen? Weil zur Not kann ich die immer noch ins Smartphone packen. Oder es wechselt ja auch bei den Notebooks, bei den Windows-Notebooks immer mehr auf, dass man nur noch Micro SD hat. Ne? So Adapter, ne? Deswegen nehme ich mal so mit. So, beides drin, das haben wir. Jetzt hat der aufmerksame Betrachter erkannt, Faultier, da ist ja Abdeckung und dahinter hast du deinen Sony-Sensor, ich glaube 24 Megapixel irgendwann. Ne? Ich weiß nicht, wäre mal eine interessante Sache wegen Vergleich zum 1-Zoll-Sensor aus den Xiaomi Leica-Smartphones. Ist nur das Kit. Ich habe lange rumgerechnet. Ich glaube, für einen 100er kriegst du dann auch das Sony-Kit, die Kit-Linse, die, was war das, 35, 65, ich weiß es gar nicht mehr. Diese sehr kleine, die eigentlich nichts Besonderes ist, aber zum Anfang hatte ich ja auch. Die habe ich noch, die wollte ich nicht. Es gab aber keine schöne Kombination mit der 11mm F1.8er. Ich weiß, da ruft der ein oder andere, warum hast du jetzt nicht die 10 bis 20 mm, ne? Blende dann 4, ja, aber man will ja hier doch vielleicht noch was mit Unschärfe, ist deutlich unflexibler, muss ich dann später vielleicht nochmal reincroppen. Und das ist erschreckend, mit was für Begriffen ich hier um mich werfe. Ich glaube, das Vergangenheitsfaultier von 1, 2, 3 Jahren würde dann so langsam denken, so, Alter, was ist mit dir denn los? Halt doch einfach drauf, hauptsächlich guck, dass der Ton einigermaßen passt und Aufnahme. Und dann macht man sich überhaupt so, aber ich meine, ne, man schnappt ja hier und da was aus, probiert was aus. Und auch bei den Dingern gibt es jetzt hier nochmal die Cashback-Aktion. Was war das, wenn man sich schön rechnet? Ich glaube, ein 100er bei den Kameras und nochmal 50 auf das Objektiv hier oder sowas. Ne, ja, gucken wir mal. Also was sonst noch dabei? Ich meine, was soll denn bei einem Objektiv dabei sein? Außer mal wieder das Telefonbuch von Japan, wie es hier ausschaut. Nehmen wir es weg. So, die Ringhalterung. Ich meine, bin ja jetzt nicht wirklich draußen damit. Können wir mal trotzdem gucken, ob was draußen stecken oder nicht. Ah, schön. Abdeckung, ja, okay, packen wir gleich. Wobei, jetzt kommt der Moment, auf den einige gewartet haben. Ich erinnere, wie gesagt, an der Stelle an alte Videos. So, wobei Sensor eigentlich will ich immer als letztes aufmachen. Ja, wobei, muss ja parallel sein. So, und jetzt, wie ich gelernt habe. Es gibt so ein Pünktchen. Und dann hat die Kamera selber auch irgendwo ein Pünktchen. Und Pünktchen möchten beim Draufstecken aufeinander. Guckt, dass er den Punkt auf den Punkt macht und dann erst dreht. Und nicht wie ich irgendwo den Punkt diagonal genau auf der anderen Seite habt und dann dreht. Also, das sollte jetzt einigermaßen passen. Klack, klack. Drehen, bis es einrastet. Und ein Objektiv drauf machen ist ja gar nicht so schwer. So, haben wir denn genug Strom? Oder hätten wir das vorher mal wahrscheinlich irgendwo... Das ist aber eine kleine Fusselkombination, aber wenigstens leicht. Gut, Akku ist nicht aufgeladen, den muss ich dann erst nochmal anschließen. Was mich jetzt aber interessiert, ne, gehen wir jetzt mal, wo wir es zusammengebaut haben, um die Kamera rum. Ich habe endlich ein klappbares, ein schwenkbares, also ein richtig schwenkbares Display. Nicht was bei der Sony, ne, ihr müsst das ja bei den anderen oder bei einigen anderen so vorstellen, da klappt nur die Kamera von da unten nach da oben. Ne, dann habe ich das hier. Gar nicht verkehrt. Wobei, wenn man dann von hinter der Kamera filmt, dann muss man das immer so schräg stellen. Und das Schlimme ist, wenn man dann, der Blitzschuh hat ja gar keine Abdeckung, wenn man dann hier oben was draufsteckt, was weiß ich, ein Richtmikrofon oder den von irgendwelchen Mikrofonen oder was auch immer dann drauf, das versperrt das Display. Da stehst du dann so. Ne? Dann willst du das Display am liebsten ausklappen. Und das ist was, das macht Sony. Naja, gucken wir mal, was wir sonst noch haben. Wir können es schwenken. Und jetzt kommt das, was ich nirgendwo gesehen habe. Ja, ich kann es auch wieder so einklappen, damit es geschützt ist. Was mich zur Frage treibt, wieso wird die Kamera so rum, ne,
Wie rum? So rum. Warum wird das Display in der Kamera, warum verschiffen die die so? Ne? Warum packen die so ein, dass das Display außen rum liegt, wenn es dort die Möglichkeit gibt, das Display auch so geschützt zu transportieren? Naja, gucken wir mal weiter, was wir sonst noch hier hatten an Anschlüssen. Na, da müsste doch noch ein Anschluss drunter sein. Kommst du wohl her oder muss das nur oben? Oben haben wir unser Mikrofon. Ja, ist rot, müsste das Mikrofon sein. Und wenn ich jetzt unten diese Abdeckung auch noch aufkriege, aha, ist doch gar nicht so schwer, dann haben wir trotzdem noch einen Kopfhöreranschluss. Sehr schön, sagt der ein oder andere. Ich jetzt nicht, aber wenn ich das in die Hand drücke, dann unser Mikro-HDMI-Out, was immer so eine Sache ist. Da habe ich mir sagen lassen, wenn man da, was weiß ich, die Dinger auch zum Streamen benutzt, als Webcam, was auch immer, sollte man vielleicht darauf achten, nicht unbedingt Mikro-HDMI auf HDMI-Richtkarten zu benutzen oder DisplayPort, also Kabel zu benutzen, sondern erstmal einen Adapter zu haben von Mikro-HDMI auf richtiges HDMI, weil die Adapter günstiger sind als die vollen Kabel und die Dinger an diesem Anschluss oft kaputt gehen. Weniger die Anschlüsse in den Kameras als die Anschlüsse oder als die Kabel. Das so als Profi-Tipp, den ich mir habe geben lassen. Warten wir mal ab, mal gucken, vielleicht im Regen noch mal ein Langzeittest bricht. Und dann die zweite Neuerung, die sich für mich hier richtig lohnt: USB-C. Ich weiß, ich berichte immer wieder von meiner tollen Kabeltasche, wo alles Mögliche drin ist. Unter anderem dann auch der Adapter von USB-C auf Micro-USB, um dann Micro-USB-Geräte zu laden. Aber wenn man den nicht braucht, wenn man sich nicht drum sorgen muss, ist schon schön. Und ich jetzt war mal Mitte 23. Toll, dass es da auch Geräte gibt, die darüber geladen werden könnten. So, unten noch unser normales Gewinde. Und das war's von den Einstellungen, von den Menüs. Die Zoom-Taste ist aber relativ leichtgängig. Was haben wir sonst noch? Objekt-Tracking, Personen-Tracking. Ach ja, genau, der Wechsel zwischen den verschiedenen Sachen zu den Einstellungen. Gut, ich lade das Ding jetzt mal. Natürlich können wir das Video so noch nicht beenden, denn der erste Eindruck fehlte noch. Jetzt auch mal mit Beispielaufnahmen. Ich nehme das jetzt einfach mal frei Schnauze auf. Ich habe in der letzten Stunde damit natürlich auch schon rumgespielt, verschiedene Einstellungen gemacht, meine Einstellungen gemacht. Ich filme, ne, damit ich das mit den Smartphones, die in der Regel in 30 Frames fehlen, filmen, muss ich das natürlich hier auch umstellen von PAL auf NTFC. Läuft dann auch und so ein paar Sachen auch. Natürlich, also jetzt hier deutlich krasserer Weitwinkel und das Objektiv kann ja nicht kein optischer Zoom, aber die Sony kann ja noch so ein bisschen reinfahren, relativ smooth von, ich glaube, anderthalbfache Reinkrop-Nummer dann an dieser Stelle. Habe ich wie flüssig das ist, habe ich mir noch nicht angeguckt. Dann aber so ein paar Sachen, die ich jetzt schon als ersten Eindruck liefern kann. Es ist schon haptisch wirklich ein anderes Rumspielen und viele Tasten fehlen, viele Einstellrädchen fehlen. Es ist schon, wie dünnbrettbohrermäßig ich das jetzt beurteilen kann, ein Rückschritt von der Alpha 8, 6000, irgendwas, was auch immer. Auf der anderen Seite ist es natürlich sehr einfach, dass ich jetzt ein rotes Licht habe und beim Display, die habe ich schon mal erwähnt, wie toll ist das Display umzuklappen. Jetzt sehe, dass ich wirklich aufnehme, ist schön. Ich weiß, es gibt da draußen Leute, die können das direkt machen. Ich muss mich mal 28 mal von überzeugen. Und dann haben wir so ein paar Spielereien-Tasten, sage ich jetzt mal. Weil der Hintergrund sollte jetzt klar sein. 3, 2, 1. Jetzt drücke ich die Taste und defokussieren ist aktiviert. Ich habe das Gefühl, dann bin ich nach wie vor genauso schön hell wie vorher und der Hintergrund dunkelt ein bisschen ab und das macht dann auch ein bisschen das Ganze ein bisschen unschärfer. Das ist das eine, aber ich denke mir mal, ne, Hintergrund wieder normal, Tasten drücken. Dann das zweite, hier mit dem Blitzschuh und der toten Katze, dem Fell darüber, wo ich dachte, da ist das Mikrofon drin. Nee, das Mikrofon ist oben bei der 10er-Kamera von Sony oben drauf und der Puschel oben einfach nochmal als Abdeckung, als zusätzlicher Windschutz dafür. Ich habe das jetzt in den Standardeinstellungen, ne? Können wir auch mal gucken, wie jetzt im Vergleich, wenn ich hole einfach mal ein Mikrofon. So, und so klingt es mit einem Ansteckmikrofon. Pegel an der Kamera auch wieder ein bisschen runterjustiert, so wie ich es sonst auch immer habe. Weiß ich jetzt nicht, ob das krass anders klingt, ob man, ne, sich den Aufwand gibt. Ich denke mal, mit geschlossenem Ansteckmikrofon sollte es nochmal besser klingen. Das als nächster Punkt. Was ich ein bisschen schade finde, die Öffnungsklappe für die SD-Karte geht nach innen jetzt auf, nicht mehr nach vorne, ne, oder nach hinten, je nachdem, wie man guckt. Kommt man ein bisschen schwieriger dran, gerade wenn man das Ding dann doch auf ein Stativ schraubt.
Bildstabilisation, nee, weder jetzt die Kamera noch das Sony-Objektiv hat ja was eingebaut. Das heißt, irgendwelche, klar, diese Achsennummern, wobei, nee, hat sie gar nicht, hat keins davon. Wirkt aber nicht so ganz verwackelt wie bei der Alpha 6600er, die ja wenigstens so eine 5-Achsen-Bildstabilisation drin hat. Gucken wir mal, aber ich denke mal, ist das noch nicht der Fokus. Was ich eher dann wieder interessant finde, oder zusätzliche Information, ich kann den Akku auch ganz gewohnt in der Kamera laden, USB-C-Kabel dann dran, über das ich übrigens dann lustigerweise auch Streaming-Einstellungen hatte. Wenn das USB-C-Zeug das unterstützt, geht dann darüber bestimmt auch Audi, ist egal. Finden wir alles raus. Der erste Eindruck von der ganzen Aktion jetzt aber mal, wirkt schon mal schön einfach. Ob ich dann jetzt zukünftig mit diesem doch krasseren Weitwinkel, wie auch immer, dann arbeiten, filmen, was auch immer machen werde. Sagen wir mal so, es gibt da so ein paar Sachen, die ich ausprobieren möchte. Da fällt mir jetzt ein, wie ist denn das jetzt hier mit, wenn ich sage, guck mal hier ein Telefon und aha, ach krass, dann wechselt er dann automatisch von Makromodus, was weiß ich, wenn ich denn, wenn der komme und sage, guck mal hier, dieses Telefon hat 2 Kameras. Und jetzt guckt ihr mich wieder an und dann wieder, dieses Telefon hat doch 2 Kameras und dann wieder mich. Da habe ich auch noch keine Einstellungsanpassung gemacht an die Fokusgeschwindigkeit oder sowas. Also das an dieser Stelle einfach nur ein erster Quick and Dirty Eindruck. Bisher denke ich mir, dieses Gefühl wieder, warum tue ich mir das an? Es läuft doch alles, warum sollte man was verändern? Aber dann wieder dieses Prickeln, was Neues zum Rumspielen und wie schön, das doch jetzt alles auszuprobieren. Und gleichzeitig wieder Never Touch a Running System. Egal, das soll es gewesen sein. Ersteindruck auspacken, Unboxing und ich habe es mal wieder geschafft, ein Objektiv an eine Kamera zu schrauben. Das ist schon ein erfolgreicher Start in den Abend. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!